nur Leute, willkommen auf meinem Kanal. Heute begrüße ich mich auf meinem eigenen YouTube-Kanal in Elias und da noch Essen ist und in Marco. Alle mit neuen Muni. Komm, komm her, Chris. Ah, scheiße. Yes. Ja, da ist Monster in der Box. So, wir gleich Sweaty? Ja. Dann wird schon in der Richtung. Oh, wir haben schon einen Zuschauer. Einer guckt schon zu. Was? Einer guckt ja gerade zu? Ja. Das kann doch gar nicht sein. Doch, einer ist schon drin. Ich weiß nicht, wer es ist. Motis kann es nicht sein, weil wenn man von der Lobby aus ins Spiel kommt. Also er kann schon sein, dass er zuguckt. Aber dann wird es nicht angezeigt, wenn jemand von der Lobby ins Spiel reinkommt. Es muss jemand sein, der vom Spiel drin war oder drin ist. Ja. Oh, wieso habe ich die ganze Zeit so einen schlechten Ping? Die ganze Zeit nur 400er Pings. Sonst würden wir jetzt easy den Sieg holen. Aber nee, mein Internet muss nicht gönnen. Hast du schon Livestream gemacht? Ja, ich hab den jetzt schon angefangen. Und die hören mich auch. Ja. Ja. Also es geht voran. Ich hab schon jetzt 166 haben schon abonniert, ne? Und wie viele Zuschauer hast du gerade? Ich hatte ihn gerade drin gehabt, aber da ist wieder raus. Wie schnell kommen die Leute da rein? Ja. Boah, du bist immer noch in der Luft. Ja. Und ich flex hier die Edits. Wie findest du meine Kombi? Ist halt eine Schwitzer Kombi mit Golfschläger. Ich habe jetzt extra Golfschläger gemacht, weil ich habe davor auf Sternenstab und so gezockt. So. Aber ich finde halt, dann gehen die meisten Gegner auf mich oder so. Ja. Also ich guck mal da oben, ob eine Waffe für dich hier ist. Wo ist denn hier eine Waffe für den lieben Chris? Hier muss doch eine drin sein. Ja, hier. Dein Ernst? Oh, komm, hier muss aber. Ja, der Tag. Komm her. Oder warte, ich komm zu dir. Hier, Chris. Warte mal, ich hey, wir werden angeschossen. Von hier. Michael. Hans. Ich bin gerade Fortnite zocken. Mit einem Marco gerade, den ich auch kenne. Und mit dem Elias durch gerade spielen. Also der ist halt gerade essen. Elias. Kennst du den nicht mehr? Ja, da hat aber gesagt, der Hacker Rente hat wieder gesagt, Franz, dass ich ihn hier wieder dass der hat sich entschuldigt und dann hat er gesagt, ich soll ihn wieder als Freund hinzufügen. Ich hab gerade alle rasiert. Der war vorhin gerade bei mir in der Lobby drin. Ja, warum sagt er das? Der spielt doch selber mit dem. Ja. Ja, aber wir wollen halt, dass da alle wieder mit ich dem Freund erzählt. Ich hab noch nicht mal Schild und die hat den Bein. Das ist ein Schild. Ja,
Weil der Herr Gerente gesagt hat, dass er sich tatsächlich entschuldigt und ich soll ihn wieder als Freund hinzufügen und jetzt habe ich das gemacht. Und wenn das wieder so ausartet, dann kriegt das der Herr Gerente mit. Ne? Ja? Ich weiß. Ja, ich weiß schon, Franz, ich weiß, wie da ist. Der Sebastian, wie es so wieder ist. Da ist doch. Die kennt sich doch. Das ist übrigens Marco auch ein Freund von mir, mit dem ich gerade telefoniere. Das ist doch Franz, der ist ziemlich gut in Fortnite. Der ist aber gerade nicht da, der ist in der Kur gerade, weißt du? Was meinst du mich? Ich bin ein guter Fortnite-Spieler oder was? Ja, du auch mit, aber der Franz ist auch gut halt, ne? Ja. Hey Leute, was geht? Ah, ja, dann Chayun hat reingeschrieben. Oh, also, das heißt, es ist dann jemand bei dem Team. Nee, der ist gerade bei mir im Live-Chat drin. Ach so, ja, ich hab was an ihm. Wenn du nicht abonnieren, dann kann er passieren. Also, wenn du jetzt abonnieren würdest, meinen Kanal, dann würdest du bestimmt im Chat drin sein. Das hat er doch bestimmt schon. Da brauchst du keine Sorgen machen. Wer denn? Hast du noch ein Mini? Nee. Da lagen aber Mini. So. Sagst du dir kein Mini? Willst du ein Medkit nehmen? Ich hab eins. Oh, hier ist Gegner. Ich hol den schnell. Hab ihn. Du kannst okay. Wieder kommen. Er ist down. Komm, hier. Hinter Franz. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind. Wie das viele sind es? Zwei. Ja, dann gehen wir. Wenn der Franz von der Kur wieder da ist, Marco, dann kannst du immer kennenlernen, ne? Wenn du willst. Willst du Dings da, die zwei Metals noch mitnehmen, oder? Na, ich hab nur noch eins, ne? Ich hab zwei. Ja. Oder? Gönn dir, was ich jetzt mach. Ey, die Zone kommt. Mhm. Ja, Franz. Ja. Der Marco, der hat gesagt, der ist auch gut in Fortnite. Also da ist, glaube ich, so gut wie du, glaube ich. Elias. Nicht der Elias, der Marco, mit dem ich gerade spiele. Ja. Ja. Willst du die Chest haben? Gönn dir. Kannst du haben. Hä? Oh, shit. Ja. Nimmst du den Biggie mit, oder? Ja. Ach, okay, gut. Ja. Da bist du aber dann wahrscheinlich der Einzige, der das PlayStation 5 spielt. Ja, und ich hab dann mehr FPS. Ich mach die Klinge kaputt. Ich hab dann 100, wie viel? 150, 120, ne? Ja, ich glaube. Komm mal her, Chris, schnell! Schnell, weil sonst, weil ihm. Ich muss dann wieder Medkit mitnehmen. Du bist noch da. Warte, hier, nee, guck gerade wieder zu. Deswegen muss ich schnell das machen. Hm. Franz, wann bist du wieder da von der Kur? Am 10., ne? Ja. Ja. Oh shit, das nimmt einer. Egal, die sind lost.
Hallo? Hallo? Ich bin der bei dir am Telefon. Nein, das ist Elia. Hä? Du hast aber bei mir gesagt. Ich war bei euch in der Lobby. Hä? Aber so, ich war bei euch in der Lobby, aber bei mir hat man nichts gesehen. Nee, du warst nicht in der Lobby. Bei mir stand er da, Mutis 2020 hat die Gruppe verlassen. Ja, ich war aber in der Lobby. Nee, du hast da komplett verlassen gehabt. Hey, nein. Also ich habe auch Dings gesehen. So. Ah, da. Also ich hab's nicht. Oh nee, das ist kein Gegner. Das ist dieser Bot da, dieser Buschranger. Chrissi, danke. Hm? Ich schreib dir Abos. Hm? Ey, Chrissi macht vielleicht gerade einen Livestream. Ja, immer noch. Ja, das war. Das war ja auch noch nicht so lange her, wo du angefangen hast. Chrissi, kennst du mich vielleicht wieder von den Entsperren? Das war vielleicht vor 10 Minuten oder so. Bei was denn? Vor YouTube, weil ihr habt es mir doch gesperrt. Die können doch nichts mehr in Chat schreiben, nichts. Das war der Papi gewesen. Da müssen wir alle, was krieg ich, gesagt, wenn wir da müssen wir alle nochmal mit alle noch mal zusammen reden. Dass wir uns wieder anfreunden und dann kann der Patrick die Show wieder auf YouTube invokieren, weil ich selber. Ich habe einmal abonniert, aber bist du live? Ja. Was krieg ich, wenn Wetzen? Sie cool, ich habe schon 9 Kills. Ja, aber Franz. Ja, jetzt habe ich 9 Kills. Wir wollen ja alle, dass wir wieder befreundet sind. Der Patrick, der. Hey, also aber ich bin du ja bist jetzt schon mit Elias befreundet und der Finn und so, weißt du? Dann kann der Patrick das so machen, Franz, dass der Patrick den Elias entdeckt auf YouTube, weil der hat es ja gemacht, nicht ich. Hier ist ein Medkit. Kannst du mitnehmen. Chrissi, weil ich hab lieber die 6 mitgenommen. Weil das halt. Ist auch besser so. Was denn? Da ist dieser Roboter-Skin. Ich weiß schon. Aber wir müssen das irgendwie wieder hinkriegen, irgendwie. Ich will zwar nicht irgendwas einstellen, aber es wird schon irgendwie gehen. Chrissi, du bist schon nicht live. Ich bin auf meinem eigenen Kanal live, Elias. Wie hast du ja? Der hat 166. Und wie hast du ja? Ich schreib das dann in den Chat unten rein, wenn ich in der Lobby bin. Okay. Nee, ich tu das, wir tun das alle halt ja, irgendwie klären. Du brauchst dich ja nicht mit reinhängen, Franz, wir tun das unter uns alle klären. Irgendwie. Einer da hinten ist low. Nee, brauchst du nicht. Hab ein. Der hat das, die Sniper von Mandalorian. Mandalorianer. Ja, siehst du, wenn man vom Teufel spricht. Jetzt hat der Franz. Ach, der Franz, sorry. Da finden wir geschrieben. Chrissi? Ja. Da ist doch. Der Gegner hier in der Zone? Das check ich nicht. Ich weiß. Hä? Der Gegner campt hier irgendwie in der Zone. Hä? Scheiße, ich hab schon früh Stein. Du hast mit mir immer schon befreundet gewesen. Chrissi. Ja, Nico, ich auch. Elias, du auch gerade nebenbei telefonieren, weil ich schon mal mit Franz erleben mal. Darf ich lieber fragen? Was denn? Darf ich auch mal fragen, wie das Copyright ist? Ich glaube nicht. Die, was nicht Copyright ist, möchte ich machen. So, die. Franz, welche Tänze sind nicht Copyright-Tänze? Stimmt, ich hab ja die Mandalorian Sniper, ich kann mich ja so hin. Ich sag mal, ich kann mich hingrabbeln, sag ich jetzt mal. Und es waren keine schlechten Spieler da.
Also hier auf der Geschichte sind viele, hat der Franz gerade gesagt. Was hat er gesagt? Der hat gesagt, es gibt welche, aber nicht so sehr viele. Ja, was? Nein, jetzt habe ich die Minis nicht mehr mitgenommen. Zum Beispiel da ist der hochbestimmt. Ich bin jetzt reingekommen. Ich habe doch das Pyramide, links da. Chrissy ist so galiert und er sagt, ob Copyright ist oder nicht, okay? Warte, ich habe wieder gesagt. Ich muss jetzt wieder in den Lobby regeln, hä? Was krieg ich, wenn ich jetzt 10 Kills mache und den epischen? Was krieg ich dann? Nee, nichts. Das kommt dann erst viel später dann noch. Wenn ich einen Creator-Code habe, dann kommt das irgendwann noch. Was krieg ich dann? Ja, mal gucken. Hä? Das ist ja der Elias wieder raus. Was ist denn das? Ja, moin! Jetzt habe ich den Tanz bekommen! Endlich! Ja, moin! Weißt du, welchen Tanz? Hä? Diesen Kartoffelpüree. So. Chrissy? Hm? Jetzt warst du doch wieder rausgegangen. Na. Klar, ich hab's doch gesehen, du warst draußen. Jetzt bin ich aber wirklich rausgegangen. Ja. Ich war in der Lobby die ganze Zeit, ich hab mein Herz nicht ausgesteckt. Und ja, wir waren nicht in der Lobby, das war's. Kannst du den fragen, der was ja wohl auskennt mit Musik? Machst du Trio rein? Warum soll der rausgehen jetzt auf einmal? Ich verstehe jetzt gar nichts mehr. Elias, lass einfach meine Freunde sein, die dürfen doch auch mal mitspielen, ich oder? Lass mal wieder Squeaky Sand, okay? Ich hab gesagt, du sollst den Franz fragen. Und ich hab alliert und er soll sagen, ob es Copyright ist oder nicht. Lass da wieder Squeaky Sand. Hast du auch verstanden, Franz? Angie, ich hab jetzt auch die. Ich verstehe nichts, weil die anderen durcheinander sind. Marco, kannst du mal kurz leise sein, weil ich habe Elias jetzt nicht verstanden. Elias, sag's noch mal bitte. Chrissy, ich hab gesagt, es soll der verlassen sein, irgendwer verlassen oder kicken. Ich hab gesagt, du sollst den Franz oder mit dem, was du telefonierst, fragen. Ich sag dir nicht, wie das heißt und du sollst ihn fragen, ob das Copyright ist oder nicht. Ja. Jetzt hab ich Mann. Franz, ich tu mal in 5. Warte mal. Da bin ich, tu den mal hinzu. Warte mal, einen kleinen Moment. Ja, hier so. So, jetzt. Ja, Finn, und zwar geht's darum. Du kennst doch den Hacker Rende, ne, Finn, ne? Der Hacker Rende hat gesagt, ich soll halt, also der Elias hat, es ist halt so gewesen, dass der Elias sich entschuldigt hat, ne? Ich soll es in der Anfrage wieder annehmen und das habe ich auch gemacht. Und der Elias hat sich halt wieder entschuldigt. Und er möchte halt, der Elias möchte sich auch bei euch allen entschuldigen und der möchte halt, dass wir keinen Streit mehr haben und dass wir auch mit Patrick wieder alles machen können und so. Ja, und weiter? Ja, ne, dass halt alles also, wieder in Ordnung ist. Ja, und was hat der Patrick jetzt dazu? Ja, da hat er noch nichts gesagt. Wir müssen das erst noch irgendwie klären. Aber jetzt weiß ich halt nicht, wie man das klären soll. Spring dir auf den Bus! Ich weiß nicht, ob der Nico da mal mit dem Patrick reden kann. Ja, komm mal. Chris, du musst auf den Bus springen! Dein anderer Kumpel
mich anrufen. Und haben gesagt, ja, was ich damit ist, irgendwie verbessert. Chris! Hä? Brauchen deine Hälfte, ich geh Retail Row. Ich kann nicht mehr. Nein. Ah. Moses, komm auch Retail Row. Also Elias, komm Retail Row. Ja, ich muss gerade rein in Ordnung. Nee, du brauchst das auch nicht zu regeln, Finn. Aber der Nico könnte das doch mal versuchen. Oder die anderen, die noch hier in dem Dings drin sind, im Clan drin sind. Das ist nicht im Clan, aber ne? Alter, das rein, den zieht mir jetzt schon wieder an. Das ist der Franz, Finn. Also, hi. So. Das war übrigens das Bild, ne, was du beim Finn gesehen hast, ne? Das ist ein Finn seine Freundin, ne? Das ist ein Experiment, ja. Grüne oder eine lilane? Grüne. So. Ich hab schon alle lilanen und alle goldene. So. Und ein paar grüne. Mein Freundin nervt mich jetzt. Ja. Ma, Alter, mein Freundin zipft mir jetzt ganz ehrlich an. Na, ich verlass. Mann, nicht eigentlich, Mann. Nicht. Was du auch immer für Probleme hast, Elias, du hast auch wirklich auch immer jeden Tag Probleme, Probleme, Probleme. Ich kann dir meine ganzen Probleme vorstellen. Liebeskummer. An der, was mit mir zusammen war. Was jetzt mit einer anderen zusammen war, die was mir auch betrogen hat. Die war mit mir zusammen, mit einem anderen zusammen. Ich kann dir noch ein paar Gründe vorstellen. Einfach Marvin. Also mein Leben ist zurzeit ein bisschen beschissen. Dann ist das scheiß Homeoffice da. Ja. Ich hau mit der Seilbahn ab. Chris, ich hau mit der Seilbahn ab. Ja, da hab ich nicht gestorben. Ab. So, Gegner. Chrissy, hau ab, weil ich schon kurz bin. Ich geh auf die Seite und hau ab. Einfach weg von mir, okay? Ja. Chrissy, ich komme. Ja. Wir haben noch mit der Webkit auf der Seilbahn geholt. Ui, jetzt gucken wir schon drei dazu. Chrissy, was sagst du zu meinem Level? Ja, ne, ganz schön. Wie hast du denn das geschafft, dass du ins XP? Also ich habe halt ganz viele XP-Münzen und ich habe alle goldene und alle epische Aufträge fertig. Und ich mache so viele Aufgaben. So. Und ich bin halt aktiv online. Ja. Und ich bin heute aktiv online, ne? Ja. Ja, Gigi. Aber Elias, ich sag's jetzt nochmal, wenn du siehst in deiner Freundesliste, dass ich in Rette die Welt drin bin, ne? Dann möchte ich nur das spielen, nicht Battle Royale jetzt, okay?
Pussy. Ja, der Franz, ne, ich wollte nur noch mal sagen, weil manche verstehen es auch nicht, die laden mich dann trotzdem alle immer ein, ne? Ich auch, ne? Mm. Also bitte jetzt nicht, weil ihr fürs Kamera zu zocken. Na jetzt nicht, aber ich meine jetzt einen anderen Tag, mal morgen oder übermorgen, das meine ich jetzt damit. Ja, ich habe keine Freunde irgendwie mehr. Ich bin den ganzen Tag nicht allein, deswegen wollte ja eine gute Freundin mit euch sein. Weil ihr seid, Chrissy, ganz ehrlich jetzt, Chrissy, ihr seid mir abgegangen. Ihr seid mir abgegangen, Chrissy und Patrick. Ja. Wenn der Nico, ich weiß ja nicht, ob der Nico heute nochmal online kommt, vielleicht kann er das mit Patrick irgendwie hinkriegen zu klären, ich weiß es nicht. Ja, da. Soll ich dir mal sagen, was Franz zu dir gesagt hat? Was denn? Das ging mir schon so gut. Das ging mir echt. Das ging mir schon echt am Anfang. Was denn? Hat er einfach gesagt? Er hat gesagt, da ist uns abgegangen, hat er gesagt. Weißt du, was ich meine damit? Weil Franz, wenn er sagt, dass er uns abgegangen ist. Wenn er mich nicht mögen würde, dann hätte er sich nicht entschuldigt, Franz. Ja. Ich mag den Chrissy. Jetzt halt. Ich hab mich immer. Ich hab mich immer gefreut, gerade früher, dass ihr einfach wieder. Ich meine, wieder Freunde sein, Chrissy. Ja. Weil ich hab dir einfach immer mögen, du warst auch immer lieb zu mir, außer ab und. Ja, mal, da waren wir alle ein bisschen wuschi-wuschi im Kopf, ja. Hm. Jeder hat seine Tage, aber gleich Freundschaft zum Beenden und so, Chrissy, merkt das, im Leben kann man sich alles ausreden. Ja. Bevor man die Freundschaft beendet und so streitet, dann hört man nur zu streiten. Ja, ich verstehe halt in Patrick irgendwie nicht. Weil er hat gesagt, da hat das ja auch nicht verstanden, dass ich meinen Kanal schon vorher gehabt hatte, wo ich den Patrick noch nicht gekannt hatte. So, und dann hat er ja einfach mich auf WhatsApp blockiert und auf PS4 auch gleich gelöscht. Das verstehe ich nicht halt nicht. Ja, das ist ja nicht normal bei dem. Weil da muss man schon wirklich einen Grund haben, um einen erstmal zu blockieren und zu löschen. Und ich denke mal, dass es von Patrick kein Grund war. Ich kann jetzt nur schnell eine Runde dann setzen, mach du aus. Ja. Alter, ja. Wieso machst du dich bereit? Ich hab das Gefühl, da will er einfach nur auf. Ja. Nee, der will halt, das ist halt so, dass er das will, dass ich auch sein weitermache und dass dann meiner abgeht. Weißt du? Chris? Ja. Sollen wir dann nachher mal Rette die Welt? Bist du schon bei Blankaton? Weil ich könnte da mal einen gebrauchen, der Plankaton macht mit mir, weil ich da Sturmschild machen muss. Chris? Ja? Wie alt bist du eigentlich? 26. Ja, ja. Wirklich? Echt jetzt? Ja, ich kann dir sogar ein Bild von mir schicken, du siehst es. Mach. Warte. Und du regst dich so auf, wenn man PS abschaut. Mit 26. Was? Nee, ich reg mich nur über ihn auf, über meinen Patrick, den der Elias auch kennt. Ich kenne ihn auch. So.
Natürlich kenne ich den Patrick. Wir haben doch auch schon richtig oft gespielt. Patrick hat Christian, weißt du, warum ich sie kicken habe? Mir sind aus dem Clan und A blockieren müssen, weil die haben mein Handy voll gespammt und haben mich beleidigt, Chrissy. Deswegen habe ich sie auch. Ja. Woher ist denn der Elias? Der ist auch aus Österreich. Und? Der Elias ist doch auch aus Österreich. Das macht doch nicht. Franz. Ja, ist ja logisch. Weil er ist schön, dass ein Köln rauskommt, aber wenn er mich gleich beleidigt, Junge, dann muss ich ihn raushauen. Ist ja dann logisch, wenn er aus Österreich kommt, dann unter Elias, dann holen die ja nur Österreicher als Freunde. Das ist ja dann logisch. Ne? Hans. Weil die spielen ja, du hast ja gesagt, die spielen ja auf ganz anderen Servern, hast du ja zum Neuen gesagt. Ne? Christi, als ob das wirklich du bist. Danke. In der 80 holen die nur nicht. Ich habe ihn gekickt, ne? Weil, ja. Weil er mich gleich immer beleidigt. Ja. Ganz krasser Typ und so. Und Marco, glaubst du mir jetzt, dass ich so alt bin? Nein, Leonie glaubt, dass sie die krasseste ist, ganz einfach. Du Spaß, hast du meine Freundin gekickt? Überhaupt, wo sie das Video reinschickt, Alter. Ja. Chrissy, komm mit nach Pleasant Park. Schau mal, Chrissy, auf meine 200 Ansieser Flamme oben. Ja, ich sehe das schon. Ganz der krasse Typ. Was, der Patrick ruft dich an. Oh. Oh, ja, okay, dann. Lass mal lieber Sweaty, weil das sind nette Schwitzer. Nein, Alter, ich bin, wenn ich eingespielt bin, dann zerfällt sie euch. Na, bei Sweaty sind nicht so die Schwitzer. Ja, und da dabei, wir gehen mal noch Blessend alle. Er kommt jetzt, weil da ist ein Arsch. Sweaty. Ja, okay, dann verreckst du, viel Spaß und verrecken. Wenn ihr vermisst, ja, kann ich jetzt auch nicht. Jetzt ruft doch Patrick beim Franz an. Ja, dann soll doch Franz das klären. Franz, dann sollst du das mal mit Patrick bitte klären. Dann soll das doch Patrick klären und der soll bei uns in die Lobby kommen und dann klären wir es auch noch in der Lobby. So machen wir das. Nee, dann ruf den schreiben, dass du das mit dem klärst oder soll ihm in unsere Lobby kommen, dass wir das dort klären oder was weiß ich. Wie findet ihr das Hyperboard? Schreibt denen, da soll in mein Lobby kommen, dass wir das klären können, bitte. Chrissy, wir holen mal jetzt einen epischen für dich. Immer wenn ein Gegner geht, ihr müsst ihn dann hören. Mit immer. Außer er ist weit weg. Und ich snipe ihn. Chrissy! Ja? Bleib stehen! Chrissy, bleib stehen, komm zu mir! Ja, dann lieg auf und geh mal kurz rein und sag mir dann, was er gesagt hat. Hey, ich hab meine Lieblingswaffe und sterbe gleich. Trink die Minis. Was denkt ihr, welche Waffe ich hab? Es ist meine Lieblingswaffe. Chrissy, nimm das und wir impulsen mal uns noch einen Blessen Bark, komm. Ja. Es ist eine aufladbare. Nein, auf! Hey, Chrissy, doch! Pass auf, der snipet auf die! Bitte hilf uns, den Sniper Bro! Ja, Traum, 30 HP! Please, Chrissy! Achso, du bist da tot, Chrissy! Ja! Wir sind alles Leiden! Wir sind alles Leiden! Warte, ich brauch schnell besseren Loot und bisschen Munition. Kannst du bitte wiederbeleben? Wir sind noch nicht so lange am Leben, ne? Also Totes und Totes! Geh nach! Ja, was soll ich machen? Wenn es geht. 33 HP und jemand Spray. Ja, ich hab den Gegner nicht gesehen. Ich hab den Gegner nicht gesehen. Nee, nicht bei den Lieblingswaffen.
Aufladkampf ist meine Lieblingswaffe. Was ist eure Lieblingswaffe? Wer ist dieser Carb Works? Dieser Carb BRCK. Aber was macht das Heavy mit deiner Gruppe? Er ist nicht mal drin. Das ist gerade keiner drin, außer Ding. Danke. Sniper Headshot. Bitte los, ist ja, okay. Haben geschmeckt. Na, los, wow. Ist drin, okay? Weil die Dame... Oh my God, damn it, I read the directions. Lass mal sweaty. Jetzt hab ich Chris. Hm? Was krieg ich, wenn ich jetzt 10 oder mehr Kills mache? Chrissy wett nix. Chrissy wett nix. Das ist einfach scheiße wetten. Das ist doch Chrissy seine Entscheidung. Ja, und aber der Chrissy hat auch nicht so viel Geld, weil er nicht arbeitet, also. Warte mal, wie viel Gold habe ich? 9.000. Soll ich dir mal was sagen? Das wird dann erst was, wenn ich arbeiten gehe und wenn ich auf YouTube erfolgreich bin. Dann wird das eher was. Wenn aber... Ja, macht, Digga. Mach den Tanz, wo er macht, Digga. Ich habe gerade jeden Tanz, wo die Leute haben. Den habe ich. Gamma-Zahl habe ich nicht. Den habe ich auch. Den. Habe ich Reifenschlag. Da hier. So. Oh, jetzt rufen sie beide an. Leute, kommt mal her. Warte mal. Den. So. Ja. Chris, kannst du kurz einmal woanders hingehen, wo deine Idee ist, sonst nicht hört? Ja, kann ich. Ja, Spindler wird da. Mal die Kevin und die Leonie ruft mir an, warte, die gerne zu. Ja. Ja, das wird, weil du die Leonie dazu. Wohin mit ihr? Achso, ja, geht schon 20 sein. Ey, der ist wohin gegangen? Schauen Sie. Ja, zum Kühlen. Der Calvin ist ein kleiner Spasti, guck. Was ist jetzt zu, wenn trifft mich auch noch? Da Chris ist wohin gegangen. Nein. Nein, ist wohin gegangen. Der Patrick hat gesagt, kannst du wohin gehen, wo. Tag. Naja, ich loot noch da. Ich werde den Skin, was ich mir heute gekauft habe, der ist so geil. Den Skimbers Gold spiel, der ist so geil. Warte, ich bin da wieder.
Eltern haben wieder Stress gemacht. Na, leider, aber ich warte. Ich hab den. Ja, lass. Warte, komm schon. Mama ist rein in Nerven. Was ist? Wer? Ey, was denn? Schau doch in das Lama. Bro, da hinten ist Lama. Ja, ich hab's mal hier. Mal bitte geh weg, das ist ärgerlich. Mama, warum hast du es vergessen? Ja, kannst du die Tag für mich mitnehmen? Ja, der Chris ist irgendwo hingegangen. Mit dem Patrick telefonieren irgendwie. Ey, kannst du die Tag mitnehmen? Ich hole geschwind das Lama. Ciao, Mama. Hab ich schon. Ja. Shanti, warum habe ich Karten mit mir? Aber ich habe schon eine blaue. Warum für die? Mann, aber die Leonie und der Kevin nerven mich gerade zur Zeit. Schreiß mit zusammen, wenn er mich noch einmal beleidigt, dann fliegt er wieder. Oder so deppert zu mir schreibt. Ganz einfach. Chrissy. Ich hab schon eine. Ich hab schon eine. Ich hab schon Attack. Da muss er Biggie. Mama? Mari hat die Tür offen lassen. Mann, jetzt geh raus. Wenn er Biggie rauskommt, dann... Joach, das bist du. No. Nein, dann nicht. Thank you.
Corona trotzdem. Mal da an Truck gefahren. Hallo, Papa. Du hast war. Nimm doch einfach von. Nasen City, der hinter mir nicht schicken können. Mir abfuckt.
Ja, bin noch da. Ey, wo könnt ihr die wieder bedienen? Ey, was tut doch mit dir im Hintergrund so komisch? Junge, was, wie laut ist die bitte? Oh, ich nerv den Schocken. Ja, wo denn? An. Nein, es geht nicht, es geht sich nicht an. Es geht sowieso nicht aus. Ob ich dir sagen, dass ich verlieren werde, oder was? Bin ich schon tot, ne? Kannst du die Zeit voraussehen, ne? Doch nur ein Game, Junge, reg dich nicht ein. Ah ja. Ja, klar. Ich weiß es nicht, was mit dem los ist. Ich ruf ihn an. Ich ruf ihn an. Ich ruf ihn gerade an. Der hat aufgelegt, okay. Ich kenne ihn. Brauchst man ihn schicken? Na, brauchst du nicht. Und blocke die. Ja, okay, mach.
Digga. Wer? Der war aus jetzt, ne? Seite würde ich mich freuen, wenn du auf den Follow-Button drücken würdest. Ich bin jetzt neu hier auf TikTok. Also,
Die Juden. Ach, was Banger muss da? Ich hab's ja gewusst. Naja. Ich hab's ja gewusst. Die das Ding ist. Ja, komm, hau raus. Dass die halt alle nicht mal wollen. Das ist das Ding. Aber das habe ich ja schon von weg schon gewusst, dass das so ist. Wie lange habt ihr jetzt bitte telefoniert? Ja, bis jetzt, ne? Was habt ihr geredet die ganze Zeit? Irgendwas. Ich weiß jetzt auch nicht mehr. Halt, das, was ich halt auch gerade eben gesagt habe, dass die dich halt nicht alle mögen und ja. Weißt du, was erstmal besser wäre? Es wäre wirklich erstmal besser,
das zu machen, weil sonst, du weißt, was sonst dann ist. Das müsste mit mir immer Freunde sein. Schon, aber ich will dich jetzt erstmal längere Zeit auf Dings blockieren wieder, weil, ja, aber nicht durch irgendwas, aber einfach halt so, dass, ne, weil die anderen, dass ich den anderen sagen kann, ich hab dich blockiert, weißt du? Du kannst ihnen auch so sagen, dass du mich blockiert hast. Nee, wenn die mich anrufen, dann kann ich sagen, ich hab dich blockiert auf WhatsApp. Das meine ich jetzt damit. Du kannst sowieso sagen. Also, ich würde dich jetzt blockieren, nicht wundern. So. Hab schon die Runde gestartet. Sebastian. Boah, mir ist so klar, dass er mich blockiert. Ja, nur damit die anderen das wissen, darum geht's. Ja, aber du brauchst mir nicht, du kannst mir einfach nicht blockiert haben und sagen, du hast mich blockiert. Es geht dann nur darum, dass die anderen das wissen, dass ich denen das sagen kann. Darum geht's. Du kannst ihnen so aussagen, dass du mich blockiert. Nee, dann wissen sie es ja nicht. Verstehst du? Ma, ah, die wissen das nicht. Die wissen das blockiert. Ich zock mal morgen wieder oder später, okay? Ja. Mach mal Gruppe auf öffentlich. Ja, willst du einen Freund einladen oder? Ja. So. Wenn du willst, kann also ich kann auch Zomboys einladen. Nee, nicht die einladen. Was ist dann? Die ist, bei der ist auch irgendwas. Marco. Echt jetzt? Ja. Weißt du, was die macht? Das kann ich dir mal sagen. Die hat mich und den Patrick angelogen. Ist es ein Junge? Nee, ein Mädel ist das. Hey, was hat sie gesagt? Die hat gesagt zum Patrick, dass sie einen Freund hat und dann war es gar nicht so.
Alles klar. Findest du, ich bin gut in Fortnite? Ja, schon. Ey, Chris. Hä? Und auch wenn ich Leute als schlecht beleidigen, da kannst du ja auch nichts dafür, wenn du schlecht bist. Bist. Nee. Da kannst du nichts dafür. Nee. Deswegen, ich check einfach die Leute nicht, die einfach sagen so, Digga, du bist voll lost und so. Ich check die Leute einfach nicht. Ja, na, verstehe ich auch nicht. Das kann man ja sagen, wenn ich jemand als Hurensohn oder so beleidigt, dann kann man es vielleicht sagen oder so. Aber einfach nur so, wie zum Beispiel das letzte Mal. Da habe ich sogar bei jemandem so zugegeben, dass er gut ist und so. Und dann kommt er so, ja, und du bist so lost, Alter. So, ja. So welche Leute check ich einfach nicht. Ja. Warte mal, der Sebastian hat mich eingeladen. Warte mal, wo ist er denn? Ja! Kann ich hochholen? Ich muss mal Sebastian schnell einladen. Wo ist er denn? Da ist eine Goldwies. Oh, die sprayt. Stell, du musst die holen. Wo sind sie denn? Da, du hättest durchs Fenster schießen können. Nimm die MP, da links in der Tür drin. Nimm die MP. Oh. Du Scheiße. Finish ihn. Nice. Was? Warte mal. Scheiße. Noch was zum Healen. Ich glaube, du bist am Arsch. Gleich. Das ist echt wenig HP. Na deine AR nach. Und deine MP, weil du nicht schief. Gleich down. Ja. Alter, krass, dass du gerade einfach 2 Kills mit 4 HP gemacht hast. Ich muss erstmal schnell runter, ne? Ich bin gleich wieder da. Thank you.
Chris? Ja? Das war gerade richtig witzig, weißt du wieso? Ja? Der hat immer den Sand so aufgeschossen und dann bist du wieder in der Sand reingegangen, dann hat er wieder der Sand angeschossen, dann bist du wieder rausgekommen, wieder in der Sand reingesenkt und so. Ja. Und dann irgendwann warst du halt so auf der Straße und so und dann konnte er dich killen. Ja. Musstest du gerade zu deiner... du weißt doch, ist es deine Mutter eigentlich, die wo immer bei dir ist? Oder ist es deine Oma? Ja, das sind meine Eltern, die da unten sind. Aber meine Oma hat ihr Hund auch mit hier. Wir haben ja ein ganzes Haus. Welcome. Ah, hallo Michael. Ich hab den gar nicht gesehen, dass er reinkommt. Bei mir wird es, glaube ich, gar nicht im Match angezeigt. So. Blockierung aufheben. So. Hör zu mal, ich war gerade ein Match am machen, da klingelt jetzt schon. Ja. Ich habe erst eine Minute vorher aufgelegt, weißt du? Ja, die kommt jetzt mit dem Taxi. Ich muss erst noch Taxi rufen. Und schon klingelt das hier. 2 Minuten später. Ja. Hammer, oder? Ja. Na gut. So, jetzt muss ich nur noch... Was, wir sollen Greggy gehen? Nein, komm, wir gehen mal zu dem Obstgarten hier. Oh ja, der Obstgarten, der ist toll. Da ist richtig viel Obst, ja, das ist toll. Ja, gesund. Die Natur einfach nur. Da kann man Bäume umarmen. Ja, da kann man die Bäume umarmen. Und sagen, hab dich lieb. Cringe, Digga. Das war jetzt absolut cringe. Sag ich dir ganz ehrlich. Der Patrick. Ja. So, hier haben wir das. Lächeln. So. Das ist jetzt der andere Patrick aus Österreich. Also mit dem aus Österreich. Ich kenne zwei Patricks aus Österreich. Ja, ich auch. Ja, Patrick, ich musste gerade leider das Spiel verlassen, kurzfristig, weil es hat an der Tür geklingelt. Hab ich gehört. Boah, das hat mich gerade so abgenervt. Die kommt nur kurz rein, halt knuddel, knuddel, holt was ab, bezahlt und geht wieder. Marco, können wir eben die Runde verlassen, damit wir Team spielen ja. können? Dankeschön.
Ich tu nur schnell hier kurz die News. Dann. Okay, ich verlasse eine Match. Kann ich nicht aussprechen, tut mir leid. Und ja. Patrick und Micha, ich bin gerade auf meinem Kanal live, ne? Ja, ja, ich bin auch live. Cool. Bei Twitch oder? TikTok. So. Irgendwie kommen bei mir in Twitch mehr rein wie bei YouTube. Jetzt ist Teams drin. Patrick? So, warte mal, ich hab doch irgendeine schon in blaue. Welche war denn das? Und das Therese? Ich guck mal, ob das Therese war. Und nee, und Gold, glaube ich. Gibt sowas. Was ist denn hier? Ach, die gibt's noch in lila. Ach so. Patrick? Ja. Ihr Moin, Digga, es schreibt gerade einfach jemand in die Gruppe rein, ich bin 15 gekürzt. Ah ja. Du hattest doch gerade eben dieser Ding da. Was? Ja. Die stockschwulen Arschficker. Ah ja. du hattest doch gerade eben diesen Eiskin da. Und davon könnte ich die Frau oder den Mann nehmen, aber dafür in Lava. Lava, Lava? Lava, Lava? Machst du denn da? Nee. Ich habe keine Renegade Raider Skin, weil ich spiele die wahrscheinlich eh nicht. Ich spiele wahrscheinlich eh nur Sirene jetzt. Was nehme ich denn mal von der Lackierung? Ach, die hier, Konfetti. Ey, das Gamer Girl 1 kannst du schnell links aussetzen. Oder was sagst du? Oder wahrscheinlich ja, das letzte. Ja, sie soll mal aussetzen, damit wir Teams zocken können. Bitte. Oder so. Oder so, genau. Ja, Gruppe ist eh privat gut. Da haben wir es ja schon geklärt. Ich hätte es nicht gemacht, weil ich... Nö, ne, keine Ahnung, wer du bist. Hallo, Sumse Susi! Jetzt, Digga, habe ich das beste Team. Wer hat sich die... Ich habe das beste Team in den Gangnam Style geholt. Yeah. Gangnam Style! Ich wette mit euch, ich bin der Jüngste in der Lobby. Oh oh, es ist ein Fehler passiert. Mist, tut uns leid. Oh nee. Nicht das schon wieder. Hey, was? Warum? Was ist passiert? Okay, die Hörner passt, der Schwanz passt, aber die Flügel passen nicht. Mist, tut uns leid. Moment mal, in diesem Modus sind gerade zu viele Spieler. Wechsel zu einem anderen Modus, zum Beispiel Teams, um es vorzufahren. Ja, moin. Tschüss, Sonne, Tibor. Dann versuchen wir mal Raubzug zu spielen, mal sehen, ob das geht. Ja, 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 das geht schon, aber bei Trio, hä? Oder was haben wir gerade gezockt? Was war da gerade drin? Trio. Hä? Wie kann Trio drin sein, wenn du zu viert bist? Moment mal, in diesem Modus sind gerade zu viele Spieler. Wechsel zu einem anderen Modus, zum Beispiel Teams, um fortzufahren. Ach nee. Müssen wir alle wieder verlassen und dann wieder neu ordnen, wetten?
Egal. Ja, bestimmt wieder. Neu starten. Also ich zumindest. Ja, weil du die Gruppenanführer. Ja. Also kann ich meine eine Übertragung.